Die im Februar 2013 gegründete Partei Alternative für Deutschland machte auf einer Kundgebung am Donnerstag, den 5. September 2013, auf dem Rostocker Markt interessierte Bürger mit ihren Zielen vertraut. Nach einer kurzen Einführungsrede des Spitzenkandidaten der Alternative für Deutschland Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, wurde der Bundessprecher Professor Dr. Bernd Lucke begeistert auf der Bühne empfangen. Wie schon bei anderen Veranstaltungen gab es auch in Rostock einen Störversuch von Gegnern. Nach schnellem und beherztem Eingreifen der Polizei verlief die Veranstaltung ohne weitere Zwischenfälle. Dem 22. September, dem Tag der Bundestagswahl, sieht der Bundessprecher optimistisch entgegen. Ich bin ausgesprochen zufrieden mit dem Wahlkampf. Ich bin jetzt durch 11 Bundesländer gereist und habe überall mit den Landesverbänden gesprochen, mit den Wahlkämpfern an den Ständen gesprochen, habe sie gefragt, wie sieht es aus. Ich kriege überall dieselbe Antwort. Das Interesse an uns hat spürbar zugenommen. Ja, die Leute kommen zu unseren Ständen hin, die reißen uns das Informationsmaterial geradezu aus den Händen. Die sagen uns, wir wählen euch, ja, wir kennen euch, nicht wahr? Wir unterstützen euch. Es ist also super. Das ganze Land ist plakatiert, auch in irgendwie abgelegenen Dörfern oder so. Überall hängen blaue Plakate rum. Die Partei ist in einer Bombenstimmung, es könnte gar nicht besser sein. Nach der Veranstaltung ging es für Professor Dr. Bernd Lucke direkt weiter nach Berlin zu Maybrit Illner. 22:15 im ZDF.